Grimmers Wohngebiet Grimmer West ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Diese Jahre haben die damals kleinen Blaufichten genutzt und sind mit den Menschen und den Bauwerken gewachsen und älter geworden. So auch die Blaufichte zwischen der August-Bebel-Straße und der Vorwerkstraße. Mittlerweile verfinstert der Baum die Wohnungen in den unteren Etagen und ist so zum Ärgernis geworden. Wir hatten den Vorschlag gemacht, dass die eventuell auf den Markt kommt, kurz vor Weihnachten. Und da haben wir das vorgeschlagen, dass sie den runterstellen können, der ist schön gewachsen. Und wir haben wieder Licht in der Wohnung. Die 16 Meter hohe Blaufichte wurde von den Verantwortlichen der Stadt Grimma zum Weihnachtsbaum 2017 erkoren. Und so rückten ein 80-Tonnen-Autokran, der Bauhof mit seinen Mitarbeitern, die Freiwillige Feuerwehr Grimma mit der Drehleiter und die Firma Lehne auf Abruf mit dem Tieflader an. Dann ging alles in gewohnt Ruhe und Zielstrebigkeit weiter. Nachdem sich der Autokran sicher aufgestellt hatte, gingen ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr und ein Forstarbeiter im Korb der Drehleiter ans obere Drittel des Baumes und brachten dort eine Lastschlinge an. Zwischenzeitlich wurde der Baum am Stamm so zugeschnitten, dass er ohne Probleme in den Weihnachtsbaumständer am Markt passt. Nun war es soweit. Der Tieflader konnte anrücken und rangierte rückwärts vor den Kran. Der Fellschnitt war schnell gesetzt, der Baum hing am Haken und schwebte in Richtung des Tiefladers. Nachdem der Baum auf dem Fahrzeug war, wurde er gesichert und ab ging es in Richtung Grimmer Marktplatz. Auch die Polizei war vor Ort und begleitete den Transport durch Grimmer West bis in die Hunstädter Straße. Hier stand leider ein PKW noch an der Seite, der den Transport behinderte. Aber man kam dann doch vorbei. Der Autokran hatte sich auf dem Markt schon längst aufgestellt und die Drehleiter stand parat. Dann musste der Weihnachtsbaum in Spee nur noch angeschlagen werden, um wieder in die Senkrechte zu kommen. Nach einer knappen Viertelstunde war der wahrscheinlich schönste Weihnachtsbaum Sachsens sicher verkeilt im Ständer und wartet nun auf seinen Anputz in den nächsten Tagen.